Hallo, Montagmorgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe noch die Hebebühne geladen. Fahre ich jetzt raus nach Dudenhofen. Danach habe ich keinen Plan, was es gibt. Was ich dann mache, ob ich dann nach Feldlingen fahre, die Walzer holen oder so. Ich habe echt keinen Plan. Ja, aber jetzt fahren wir erstmal raus nach Dudenhofen. Das ist mitten drin im Ort, mitten auf der Hauptstraße. Ja. Autos müssen günstig parken, dass ich stehen kann. Wie immer halt. Da fahren wir mal raus, mal das. Dann gucken wir uns mal an, was der Tag noch so bringt. Schon wieder draußen vor der Baustelle, also parken unmöglich. In der Baustelle stehen Fahrzeuge, also im Hof drin. Ja, also das wird mit reinfahren, wird das sportlich. Ich fahre jetzt weiter in die nächste Ortschaft. Hier habe ich schon mal den KMC hergefahren, noch gar nicht so lange her. Da haben wir diesen Tabakschuppen, diesen Holzschuppen da hinten mitten auf dem Feld gerissen gehabt vor. War das ein Jahr? Könnte ein Jahr in etwa gewesen sein. Oder war das dieses Jahr? Könnte auch dieses Jahr gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Da kommt ein Kreisel, da drehe ich jetzt, dann fahre ich wieder zurück, fahre den Ort rein ein paar Meter vorne. Und häng da ab und fahr dann halt die 300-400 Meter per Achse. Ist halt so. Kannst du nicht ändern. Ich hoffe auch, dass hier ein Radbagger herkommt, weil, wie gesagt, vorne dran stehen bleiben. Nur wenn absolutes Park- und Halteverbot gemacht ist. Dann kann ich da vorne dran stehen bleiben. An diesen Schuppen sind wir hier reingefahren, immer. Ich habe zu weit nach rechts gelenkt. Dann sind wir hier rein und dann den Feldweg nach. Ah, ich habe mir schon sowas Ähnliches gedacht, deshalb jetzt hier quasi der Plan B. Dass ich halt das hier mache, so wie ich es jetzt mache. Rase.
Akkus, ja, also ich habe da noch kein Problem. Ich stelle das Ding vorne dran. Da sind einige Leute, die müssen sich das Teil halt selbst fahren dann. So, hier kommt gleich die Ortseinfahrt wieder. Und am Ortseingang da vorne bleibe ich stehen. Wie gesagt, sind halt ein paar hundert Meter dann mit Rollen. Aber nicht zu weit fahren, zu weit vorfahren, da vorne kommen wieder die Einfahrten. Hier links ist ein Gewerbegebiet, ja, aber ich weiß halt auch nicht, kein Plan, ob ich hier durchkommen würde. So, hier neben bleibe ich stehen. Direkt am Ort. Und hier lade ich jetzt ab. Komm, fahr vorbei, jawohl. Einfach fahren, jawohl. Dankeschön. So. Oh, hab schon wieder leer. Sorry, ich hab nicht gefilmt quasi. Nicht quasi, sondern ich hab nicht gefilmt. Bin jetzt schon wieder auf dem Weg Richtung Saarbrücken. Das ist eine neue Baustelle, da steht Planierraupe. Walze, Bagger. Ich hole jetzt zuerst die Walze. Die hole ich jetzt zuerst, fahre nach Hause und heute Mittag um 14 Uhr muss ich in Landstuhl bei Liebherr stehen und muss da einen Radlader laden. Da geht irgendwo hier raus Richtung Speyer, Heidelberg, irgendwo da die Kante. Ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden, da war die Verbindung schlecht. Ich meine Maxdorf. Ich werde sehen. Könnte auch der Weg zum Kraftwerk gewesen sein. Ich weiß es echt nicht mehr. Da hinten ist auch ein Wald, ist auch ein Kraftwerk. Ich
melde mich gleich. Ja. Halb Stunde oder so. Ja, ciao. Ciao. So, da links rein. Ja, so bin ich jetzt noch nicht gefahren. Wenn, dann bin ich immer geradeaus gefahren. Oder? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Alles schon so lange her. Doch, ich bin doch hier hochgefahren. Könnte sein, dass das der Weg ist, der in den Steinbruch führt. Könnte sein. Geht es dann weiter in den Steinbruch. Ich meine ja. Ich fahre aber links ab. Ich mag mich täuschen, ich kann es echt nicht mehr genau sagen. Alles schon gefühlt Jahre her. So, ich habe noch 4,5 Kilometer bis ans Ziel. Einfach weiter, bis ein Kreisel kommt irgendwann, und dann Kreisel fahre ich die erste wieder rechts raus. Also diese Strecke hier bin ich noch nie gefahren, so viel wie ich weiß.
Oh, das ist schon mal eine Zielstraße. Ich gucke nach dem Krandienst. Sehe ich ein Autokran. So, wo sind die Einfahrt hier vorne? Ha? Da ist die Einfahrt, oder? Jawohl. Da ist die Einfahrt. Jawohl. Alles wird gut. So. Der Autohof Grünstadt, direkt hinterm Autohof geht's rein in die ach, ich weiß was ist, Feldweg. Zufahrt halt. Baustoffrecycling, da muss ich hin. So. Ich gucke nicht, dass ich hier bei der Metrologistik reinfahre. War ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Das letzte Mal, da bin ich noch für die BVG, für die BAG Kiebeck gefahren. Und das ist schon, ach Gott. Muss das mal 20 Jahre her sein. Fährst zwar immer wieder vorbei dran, weil es halt direkt an der Autobahn liegt. Ah, super, ich will mir mal hier die neue Maschine schön durch die Hecke durch. Durch die Hecke durch, jawohl. So, vorne ist die Autobahn und direkt da hinten dran geht es links rein. Go.
Hügel hoch, da doch, oder? Also mein LKW ist höher wie der Lader. Wird der Lader nur mal größer, könnte schon wieder eng werden. Na doch, das passt. Alles gut. Hat getäuscht. Geht mal wieder nicht an. Kann nicht sagen warum. Da vorne links im Weg steht der neue. Was ihr beinahe seht. L550 X-Power. Schönes Teil. Ich darf jetzt Feierabend machen. Ich roll jetzt nach Hause. Hin, aber ich stelle den hin auf den Platz. Es ist ja ein Radbagger, die kann ja gefahren werden. Hier steht hier einer von uns neben. Habe ich erst am Freitag die ganze Maschine weggeholt. Jetzt werde ich einen Großteil wieder mitbringen. Nee, ich fahre heute, wenn ich jetzt hier leer habe, fahre ich weiter nach Saarbrücken. Hol dort die Planierraupe, die dort steht. Nehme an, die geht nach Hause. Gestern hieß es kurz, wenn ich die lade, die muss aber erst getauscht werden. Aber das hat ja nicht hingekommen.
nicht hingehauen wegen dem Radlader, den ich gestern dringend fahren musste. Termindruck. Ich muss jetzt unbedingt mal gucken, dass ich meine Scheiben sauber kriege. Gesagt, ne, da bauen sie so ein eigentlich schönes Krankenhaus, wenn man das so sagen kann. Ja, und placken da, wo der Park hin soll, wird ein Parkhaus hingeplackt. Ja, es ist wie es ist. Alles gut.
geht's jetzt. Ach ja. So. Also ich vermute, bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde noch mal hierher kommen heute. Vielleicht dann noch zweimal, weil Backe und Walze werden auch fertig heute. Ich wollte nicht wissen, warum das nicht ist, weiß ich nicht, aber ich... Dann halt irgendwas raus, was soll das? Puff. Sorry. Ja, da passt es wenigstens hier, ne? In der Puff links. Passt. Da stand auch schon oben dran. Ja, also die beiden. Es ist 9.45 Uhr. Ich weiß jetzt nicht, ob da das schon die Stoßzeit ist. Oh Mann, komm, ich hör auf jetzt. Ich habe die Raube geladen. Die bringe ich jetzt nach Hause. Habe jetzt den Bagger geladen mit 2 Löffeln. Walde steht noch hier. Boah.
jetzt ab. Jetzt geht's ab. Ciao. Weiß ja, wo der Bagger hingeht. Es ist jetzt gleich 3. Ich gehe davon aus, ich nehme den mit nach Hause erstmal. Ob er dann noch weitergeht. Wollte er mir noch Bescheid sagen, ob der weitergeht. So. Thank you.
Aktivitäten schon los. Ich wollte gerade einsteigen. Jetzt bleibt die Walze drauf, beziehungsweise die lade ich nicht ab, sondern fahre weiter auf den Golfplatz Donnersberg. Baustelle-Schilder, okay. Rettungsweg. Kampfmittel, also das, da bin ich wahrscheinlich auf dem richtigen Weg hier. Hier ist alles Golfplatz. Und irgendwo hier steht unsere Raupe, beziehungsweise fährt unsere Raupe. Herum, okay. Alter. War ich echt noch nie. Jo. Und ja. Da hinten sehe ich Material. Über den Parkplatz fahren. Die Raupe steht. Okay, das weiß ich noch nicht. Fahre ich hier über den Parkplatz rein? Ne, sieht nicht so aus, ne? Auch nicht. Ich denke, ich bleibe einfach hier neben dran stehen. Hm? Lad hier ab, stell die Walze rein und gut ist. So werde ich das machen. So werde ich das machen. Geben. Natürlich bin ich wieder umgeknickt mit meinem linken Huf, der eh schon dick und blau ist. Ich wieder etwas mehr Schmerzen. Ich werde es aushalten. Warum ich doof bin. Nur darum. So, hier kommt ein großer Parkplatz.
Baum oben, Baum unten, Baum links, Baum rechts. Doch nicht gerade am Anfang. Ja. Das zeige ich euch dann aber die nächste Folge. Laden werde ich einen R29 für Mainz. Ich habe schon mehrere Male gesagt bekommen, super Baustelle. Mainz Innenstadt irgendwo. Genau richtig für mich. Ein kleines Fahrzeug. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke, es war eine recht lange Folge wieder dieses Mal. Recht viel zu zeigen. Das ein bisschen zusammengeschnitten krieg. Egal. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Ciao. Sorry, da war gerade ein Radfahrer. Mal gucken, dass der mir nicht unter das Auto radelt. Also, tschüss.